Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading, natürlich mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute Morgen pünktlich um 7:48 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thorsten uns heute zeigt, aber ich denke Sie auch. Von daher springen wir direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, es hat sich nichts geändert. Das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Thorsten zeigen sollte, analysiert oder eventuell handelt. Denn am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig. So, lieber Thorsten, dann ändere ich mal hier Thorsten Helbig zum Moderator ernennen. Zack, zack. Ja. Muss ich mal gucken, was wir hier jetzt nehmen. Ich glaube den, oder? Oder den? Das sieht schon mal Ich gut glaube, ich aus. habe einen richtigen Schirm erwischt. Da ich mich ja heute mental und technisch vorbereitet habe, ne? Sehr gut. Um der Kritik zu entgehen. Wir starten heute mal ohne ihn. Ach nee, da ist er ja. Wollte gerade sagen, wir starten heute ohne Lutz. Aber da ist er ja schon, der Herr Doktor. Doktortyp 1050. So. Ich habe hier mal den Plan von gestern aufgerufen. Und eins vorneweg, um auch eventuellen Kritiken vorzubeugen, ist, wie soll ich das jetzt auffassen, lieber Typ 1370? Meinst du mich, dass ich ein lieber Typ 1370 bin oder benutzt du lieber 1370? Heute sagt der liebe Typ 1370. Letzte Woche war ich noch eine Bestie. Um einem bestimmten Punkt vorzubeugen, damit hier niemand enttäuscht ist, sondern weiß, was wir hier machen, möchte ich das ganz kurz zur Einleitung mal zusammenfassen. Diese Webinare, so wie wir die heute machen hier, sind Webinare für unsere Mitglieder in unserer Forex Pro Community beziehungsweise sogar im Paternoster Trader Club. In diesen Webinaren pflücken wir in der Regel drei bis fünfmal die Woche die Setups, die Charts hier auseinander und analysieren morgens für den Tag, welche Richtung wir einschlagen können, wo wir uns unsere Pips und Punkte rausschneiden können. Wenn es unseren Regelwerken entspricht, Betonung liegt auf unseren Regelwerken, dann handeln wir diese Positionen auch gleich in den Morgenstunden live oder platzieren unsere Position so, dass sie dann zum späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Auch wenn die Veranstaltung heißt Live-Handel mit Thorsten Helbig, möchte ich nur darauf verweisen, ich handle nur das, was unsere Regelwerke bei uns in der Community sind. Das ist einmal unser Euro Pro, das ist Dow Pro. In Verbindung zu Euro Pro sind das Zielbereiche und den DAX analysieren wir manuell gemäß unseren Regelwerken, die in unserer Analyse sind Analysewebinare, dort hinterlegt sind bzw. dort abgearbeitet wurden. Meine Leitrichtung oder meine Richtung ist immer, alles, was wir machen, alles, was wir hier erklären, alles, was wir tun, muss reproduzierbar sein für jeden, der bei uns mitmischt. Das heißt, wenn es reproduzierbar sein soll, muss es auch jeder verstehen können oder jeder nachlesen und handeln können. Deswegen handeln wir nur ausschließlich das, was unserem Regelwerk Euro Pro und Dow Pro entspricht und diesen Themen, die bei Analyse 1 und 2 abgearbeitet wurden, weil das kann jedes Paternoster-Mitglied dort nachlesen,
wenn er irgendwas oder nachhören, wenn er irgendwas nicht verstanden hat. Alles andere hat hier nichts zu suchen. Und es gibt etliche Tage, an denen wir unsere Analysen machen, unsere Marken für den Tag erarbeiten, wo wir aber nicht zwingend morgens zwischen 8 und 9 Uhr, zwischen Viertel vor 8 und Viertel vor 9 auf den Knopf drücken können, weil unsere Regelwerke es noch nicht hergeben. Und wenn dem so ist, müssen wir einfach morgens um Viertel vor 9 das Webinar ohne Pips in der Tasche beenden, aber wir haben einen klaren Tagesplan und auch eine klare Auswertung von dem Tag gestern. Was hätten wir anders, besser oder richtiger machen können? Das ist meiner Meinung nach das Wichtige, was einen Händler ausmacht hier. Also nicht enttäuscht sein, wenn ich hier nicht live auf den Knopf drücke und sage, so, Jungs, Mädels und diverse, jetzt aufs Knöpfchen drücken, einmal rot und einmal grün und hier jetzt schön ein bisschen Geld versemmeln, sondern wir sind zum Lernen hier. Jedenfalls ist das der Sinn und der ganze Inhalt unserer Community hier aus und während dieser Webinare zu lernen. Wir wiederholen etliche Sachen, weil Lernen ist die Tochter der Wiederholung. Und deswegen müssen wir uns etliche Sachen immer wieder anschauen. Und alle anderen Teilnehmer von FXLED, inklusive unserem Florian, dürfen kostenlos hier Gäste dieser Veranstaltung sein und uns lauschen, was wir hier so tun, um uns dann eventuell oder sich eventuell dann, wenn sie einen Überblick verschafft haben, unserem illustren Haufen hier zu folgen. Da bitte ich um Verständnis und nicht irgendwo nachher eine Kritik loszulassen. Das heißt doch hier Live-Handel mit Thorsten Helbig. Der macht überhaupt nichts. Der labert da die ganze Zeit, der zählt die ganze Zeit. Aber er hat nie eine Position gehandelt. Nie ein Mini-Lot hat er hier gehandelt. Danke, Herr Riesenfass. Florian. Der Carsten T. möchte das Webinar gerne freiwillig verlassen. Nein, das möchte er gar nicht. Denke ich mal. Ich ziehe extra für ihn sogar den ganzen Tag morgen ein kariertes Hemd an. So. Jetzt schauen wir doch mal auf die Märkte zum Beispiel von gestern. Und du sollst aufhören, über meine Haare zu reden. Carsten T. Würde dir auch gut stehen. Hast du aber nicht. Wir haben gestern und vorgestern haben wir uns eine bestimmte Richtung ausgesucht. Wir haben vorgestern gesagt, wir wollen bei der 10814 shorten. Maximal bei der 10830. Das schauen wir uns gleich nochmal an, wo das herkommt. Und gestern haben wir dann festgelegt, Shorts, SL für Shorts ab 10830 müssen über die 35, besser über die 10840. Diese Geschichte basierte auf diesem Muster A gleich C beziehungsweise C gleich A. Gestern Morgen bestand dann sogar die in Gänsefüßchen Gefahr, dass C sogar schon zu Ende sein kann, da wir hier über A gewesen sind. Als Ziel war hier oben dieser Bereich. 10830 bis 10834, maximal hier oben die 10836. Die Oberkante von diesem Rechteck anvisiert. Soweit klar für die, die teilnehmen oder teilgenommen haben, könnt ihr mir soweit folgen. Weil jetzt kommt nämlich gleich die nächste Frage dazu.
Okay. Diese Nummer, dass C hier schon zu Ende sein könnte bei der 22, diese Gefahr bestand bis gestern um 9:30, weil spätestens da war dieses Zeitfenster sogar während der normalen Handelszeit für, um die Bewegung C hinzulegen, zu Ende. Und wir haben uns hier, genauso wie hier haben wir uns in eine bullische Flagge verkeilt, die dann vorgestern Nacht hier um 4 Uhr aufgelöst wurde und die Bewegung C hier fabriziert hat. Danach sind wir morgens um 6 ungefähr wieder in die nächste bullische Flagge gegangen, welche hier in diesem Bereich zu Ende gehen sollte. Er hatte dann auch diese Bewegung hier zu Ende gemacht und ich habe diese Nummer genauso unserem Regelwerk entsprechend genutzt, habe dann nach dem Lauf hier hoch bei der 36 eine Short-Position eröffnet. So, da. Dort haben wir genau den Schub, dort hatte einmal die Bewegung hier zu Ende gemacht, hier hoch und dann hier den Rücklauf, diese Umkehrformation, ich hoffe, das kann man erkennen, diese rote Kerze und diese Umkehrformation hier, nachher habe ich zum Shorten benutzt und habe mich darunter einstoppen lassen, so wie es unserem Regelwerk entsprach, mit einem Stop von 15 Punkten. Das heißt, der SL lag bei der 51. Die 36 war der Entry, das Low war bei der 29. Das heißt, wir sind nur 7 Punkte gefallen. Und da wir einen Stop von 15 Punkten hatten, hatten wir keine Chance, den SL schon nachzuziehen auf Break-Even. Zumal es auch nach unserem Regelwerk hier noch keine Aussage gab, dass wir hier Break-Even gehen können. So wurden diese Positionen, eine doppelte Positionsgröße, eine für das Tagesziel und eine für das Ziel 105, welches wir unten aufgerufen haben. Mal gucken, wo das noch steht. Irgendwo hat man das doch geschrieben. Oder? Nö. Ziele waren 1,05, wo wir hin wollten. Muss ich gucken, wo ich das finde. Da wir hier ein 15er Stop eingehen mussten, haben wir gesagt, wir wollen eine Position dann auch mit 15 Punkten Tagesziel schließen. Eine wollen wir fallen lassen, dann Break-Even abgesichert, was dann gestern hier zunichte gemacht wurde. Danach habe ich gesagt, so jetzt erstmal an die Seitenlinie. Hier, das waren unsere Muster. Hier oben spätestens wollten wir shorten, um dann runterzufahren von der 10830 bis zur 105. Priorität haben unsere Shorts von dort oben. Hier zwischen, irgendwo, diese Marke hatte ich nicht auf dem Schirm, in keiner Form. Hier. Nirgends irgendwo hier oben konnte ich irgendwas finden, was mich dazu veranlassen konnte, hier neue Shorts zu eröffnen. Wir waren hier im High bei der 66 und sind ja dann doch 40 Punkte gefallen, aber ich konnte hier nichts identifizieren. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht getan, sondern ich habe mir das aufgehoben für euch heute früh. Ich war der Meinung, wir könnten das ja eventuell mal zusammen anschauen, wo das herkommen kann. Und diese Nummer suchen wir uns aus dem H1 da. Und sieh da, laut dem H1 wollen wir auch hier runter zu der 105. Und sieh da, das hier war die letzte Abwärtsbewegung. Da,
Die haben die letzte massive Abwärtsbewegung dort. Und sieh da, wenn wir da diese Bewegung messen, dann sehen wir, dass wir exakt hier an der 61,8, an der 10860 gescheitert sind. Diesen Punkt habe ich gestern außer Acht gelassen bzw. übersehen. Da. Diesen Punkt habe ich übersehen und jetzt haben wir hier sogar gestern Abend dann ein Doppeltop hier oben an der 61,8 ausgebildet. Diese Geschichte sagt mir jetzt, dass wir hier oben in dem Bereich 59 bis 66 Shorts suchen können. Short Chance 1,0859 1,0866. Wir haben dieses High hier, dieses absolute High bei der 1,0866,7. Das heißt, für Stops das Hoch 10866,7 beachten. Das heißt, für diese Shorts, wenn sie hier dann gesucht werden oder überhaupt in diesem Bereich hier gesucht werden, sind diese Hochs von dem Doppeltop jetzt im Blick zu behalten und zu beachten, weil die Gefahr, Gänsefüßchen-Gefahr, besteht, dass hier oben drüber noch einmal ganz kurz drüber geguckt wird, über die 66. Das würde heißen, Stops müssen im Bereich 70, über der 70 platziert werden. Ich mache diesen Chart jetzt erst einmal hier schnell leer, damit wir hier neu zeichnen können. Ich glaube, diese Muster hier können weg, oder? Fällt euch noch was aus? Brauchen wir hier noch irgendwas aus diesen Mustern für unsere Analyse? Danke, Lutz. Also, ich möchte eins nur zu bedenken geben, bevor ich es lösche. Ich mache es aber gleich in dem anderen Chart nochmal neu. Jetzt müssen wir uns durch die Zeitebenen eiern hier und sehen, wir haben eine Bewegung, wir haben zweite Bewegung und wir haben die dritte Bewegung. Die dritte Bewegung ist hier der Start zu messen, da wir hier ein neues Hoch über dieser Bewegung haben. Das ist A. Demnach wäre C kleiner als A, nämlich da. C kleiner als A. Und das hat die Wahrscheinlichkeit auch reduziert, dass wir eine dritte Bewegung überhaupt kriegen, die aber dann trotzdem hier volle Pulle gemacht hat und sogar etwas ausgiebiger. Das könnte uns, deswegen habe ich gefragt, ob wir das noch brauchen, könnte eine Zeiteinheit höher, wenn wir uns das da mal anschauen, nämlich auch dazu führen, dass das hier eine Bewegung war und
dass das jetzt erst die zweite Bewegung gewesen ist, die ihr durchgezogen hat. Hier oben haben wir auch die 61,8, die natürlich logischerweise gezogen hat. Dann wäre diese Bewegung C größer als A und C größer als A, wenn wir hier gleich ein neues Hoch kriegen. Zack. Macht erstmal hier auf jeden Fall ein nachlaufendes Hoch. Da sind wir bei 10876. Die gehört jetzt auf euren Schmierzettel für heute. 10876, das wäre hier Bewegung A nochmal dupliziert dahin als dritte Bewegung. Die gehört darauf für eure Stop-Setzung, wenn wir hier oben an der 66 shorten sollten. Und Sie da, der Timotheus, das war der letzte Pfiffikus. Und als Bonus, den wir aber nicht mehr für die Stop-Setzung benutzen werden, wäre in diesem Fall die C-Bewegung, wenn die dupliziert wird, dann sind wir bei 10906. Diese bei der Stop-Setzung zu berücksichtigen, wäre aber nicht klug. So, einmal einen gleich, nicht sofort, aber gleich da. Das sind Marken nach Regelwerk C gleich A. C gleich A oder A gleich C, je nachdem, wie rum man das ausspricht, wie rum man das sieht, findet man bei uns in der Analyse. Übrigens haben wir am Wochenende eine Aktion gestartet, wo man auf die eine Osteraktion gestartet, wo man auf die Analyse 20% bekommt. Diese findet ihr auf der Webseite. Ich schreibe das hier mal rein. forex-pro-community.de. Dort findet ihr die. Zack. Könnt ihr das alle lesen? Ja, ne? Dort findet ihr noch bis zum Wochenende das Osterangebot, wo ihr euch unsere Analyse reinziehen könnt. Aber seid lieb zu der Analyse, die ist das gewöhnt, von uns gut behandelt zu werden, ne? Okay. Davon bitte ach so, ein Screenshot hat unser Lutz wahrscheinlich schon gemacht. Ich mache mal sicherheitshalber hier selber einen. Damit ich den auch habe. Zack. Was ist nun los? Hat euch das Bild geklaut? Jupp, Bild ist weg. Ist jetzt nur noch leerer Hintergrund. Ja. Zack. Technik, die begeistert. Hat wenigstens wieder einer, habe ich wesentlichen Grund geliefert, dass ich technisch unvorbereitet bin. Nein, bin ich nicht. Aber ich habe hier drüben ein 75 Zoll Touchscreen an der Wand hängen für euch, worauf ich das Bild dupliziert habe. Und der scheint sich abzuschalten, wenn ich Bilder mache. Man sieht ja auch, ich weiß nicht, seht ihr hier oben da oben die Zahl? Oder wird die nicht mit übertragen? 2340?
Nee, die Zahl sieht man nicht. Okay. Ja, mal gucken. Das ist irgendwie, ist ja auch egal. Okay. Screenshot haben wir. AB gleich CD. Sehe ich ein bisschen anders. AB gleich CD kann man, ja. Aber es ist ja, ich sage nur meine Sichtweise dazu, Daniel N, AB gleich CD, wäre ja, aha. Was ist das? Die interne Struktur des Stereoträders wurde beschädigt. Okay. Okay. Funktioniert der denn Meine noch? interne Struktur ist auch gleich beschädigt. Zeit läuft auf jeden Fall noch im Stereo-Trader. Ja. Werden wir gleich sehen. Ja, Kurs läuft auch noch. Okay. Ein Bild haben wir jetzt. Ich werde das einfach mal gleich löschen. Wir waren gerade bei dem Punkt AB gleich CD. Ja, ist ja bei einer Gleichung relativ egal. Im Kopf ist es aber so eine Geschichte, die sich anders niederschlägt. Deswegen sage ich, oder ich drehe den Spieß lieber um und sage, CD sollte eher gleich AB sein, weil ich will ja das Ergebnis haben hier, CD. Und deswegen, ich weiß nicht, in den Büchern überall heißt es auch A gleich C, aber da ich ja C haben will, ist es für mich, für meinen Kopf besser, wenn ich das Ding umdrehe und sage C gleich A. Ich finde es immer gut, wenn man auch, wenn viele so einen Spruch bringen, sagen, ja, das CRV ist ja dann 1 zu 3. Super. CRV 1 zu 3, ist das gut? Das ein gutes CRV? Aha. Ja, das wäre gut, mein Lieber. Genau, ich nehme lieber 3 zu 1, weil es ist ja CRV, nicht VRC. Chancen-Risiko-Verhältnis, und dann sollte die Chance wenigstens größer sein als das Risiko. Deswegen lieber 3 zu 1, genau, Thomas und mein lieber Heiko. 1 zu 3 ist eine Katastrophe. Aber hier haben wir genau das Gleiche, deswegen sage ich C gleich A und nicht A gleich C. Nur so zum Verständnis. Okay, ich nehme jetzt den, wir haben die Marken hier. Den ganzen Quatsch nehme ich jetzt einmal raus. Und wir lauern mal da oben auf unsere Short-Marken. So ein Ding wie gestern kann natürlich passieren, dass sowas in die Hose geht. Wir sind ja hier nicht im Einbahnstraßenverkehr, sondern wir sind an der Börse. Und Börse heißt immer geben und nehmen. Und wer nimmt, muss auch mal geben, ne? Und das haben wir gestern getan. Natürlich immer dann, wenn wir einen ziemlich großen Stop haben, weil 15 Punkte SL ist selten. Aber dann natürlich einen ziemlich großen Stop haben und auch noch die doppelte Positionsgröße, dann muss so ein Ding natürlich in die Hose gehen, ist vollkommen klar. Was spricht jetzt gegen die Shorts? Wenn wir jetzt hier auf den Chart schauen. Eine Idee?
Ignaz, willkommen zurück. Gegen die Shorts im Moment. Wir müssen ja immer für und wieder, wir wollen uns ja Chancen ausrechnen. Gegen die Shorts spricht das hier. Und das hier ist einmal dieses Doppeltop. Und von diesem Doppeltop haben wir, na komm, ein bullisches Dreieck gebildet. Dieses bullische Dreieck, ich mache das mal ein bisschen größer, damit man das besser sieht. Dieses bullische Dreieck hier wurde, und dass es Wirkung hat, sieht man hier. Anhand dieser Kerzen kann man das erkennen. Zack. Umkehrformation hier abgewiesen. Umkehrformation, ein Kreisel in Rot oder ein sogenanntes Spinning Top. Hier in Rot und beide Kerzen, beide Umkehrkerzen hier im M15 und im M5 sehen wir es genauso gut. Da Umkehrformation, die absolut ignoriert wurde, durchschossen, nach oben, zurück, exakt diese Linie bestätigt. Und deswegen besteht die Gefahr, dass wir nach oben wegziehen. Welche Marke haben wir oben noch auf dem Deckel? Als übergeordnete Longmarke. Kurze Frage mal an die Runde hier. Sind hier auch Future-Händler, die mit Rohstoffen handeln? Hier Bernd K. oder so, hier unsere Future-Fanatiker. Womit handelst du? Mit Weizen oder Kaffee, Christine? Kein Kaffee? Die meisten, die mit Weizen handeln, die handeln doch auch mit Kaffee, oder? Wenn hier jemand dabei sein sollte, der hier mit Kaffee handelt, ne, meiner ist gleich alle. Ich würde euch einen abnehmen. Okay, dieses Dreieck hier wurde nach oben verlassen, wurde hier sogar bestätigt und demnach besteht hier draus die Gefahr, dass dieses Muster nach Ausbruch aus diesem Dreieck auch siehe Anneliese hier ab der Dreieckskante verlassen wird und damit wären unsere Marken hier oben, dieses Doppeltop und so weiter, hinfällig. Okay, wir würden hier oben alles durchschießen, was wir hier durchschießen können. Wie gehen wir aber jetzt damit um? Was kann man jetzt daraus ziehen? Was kann man jetzt daraus machen? Wir machen daraus Folgendes. Oh. Da ist er. Doch jemand gefunden, der mit Kaffee handelt. Wie gehen wir jetzt damit um? Das Erste, was wir machen, wir ziehen uns hier mal in diesen Chart unser Euro Pro hinein, schauen uns die Zielbereiche für heute an und sehen, dass wir hier oben bei der 67 und bei der 74 zwei Zielbereiche haben. Diese beiden Zielbereiche
Die werde ich uns jetzt mal hier ganz schnell als Linien reinnageln. Die oberen sind wichtig. Ich würde für meinen Handelsstil heute immer noch bei den Shorts bleiben, bis wir diese Marke hier durchschossen haben. Die zeichne ich gleich dementsprechend bunt ein. Wenn wir über diese 61,8, das heißt hier über dieser Marke landen, per Schlusskurs im M5, noch besser sogar im M1, dann werfe ich meine Short-Theorien über den Haufen erstmal. Muss ich über den Haufen werfen? So, die machen wir mal schnell noch ein bisschen blau. Ich habe meinen Bildschirm verstellt. Ne, ich erkenne hier die Farben nicht mal mehr richtig. So, dann haben wir die blauen Dinger auch hier drin. So, fertig. Zielbereiche aus, dann ist es auch nicht mehr ganz so bunt. Die 14 hier unten können wir rausnehmen, die brauchen wir nicht mehr. Die ist nicht mehr ausschlaggebend. Ausschlaggebend sind jetzt unsere Zielbereiche hier oben und die 76. Und wir haben hier den nächsten Zielbereich. Das heißt, dieser Bereich wäre als Short-Bereich heute denkbar. Da. Das hier wäre die Auflösung. Ich lege da mal eine kleine Linie hin. Da schreibe ich mal noch was daneben. Ein bisschen kleiner, ne? Und auch im gleichen Blau. So. Ziel, Auflösung, Bullish, Dreieck. So, und damit können wir das hier rausnehmen, um ein paar Sachen zu entfernen. Diese Geschichte auch, sonst wird es mir hier zu bunt. Das wäre das Ziel für die Auflösung bullisches Dreieck und dieser Bereich zwischen der 76 und kann man die Marken noch lesen? Ja, ne? Da, diese Marken hier sind für den Short-Bereich zuständig. Den werde ich immer noch beschriften. Da wir rot sind, Short-Bereich. Das ist der Short-Bereich hier, der sich aus der Kombination mit unseren Zielbereichen auch ergibt. Wir haben von der 23 bis zur 55. Den mache ich andersfarbig. Da. Eigenschaften, Parameter, Zeit. Zählt bis heute 23 Uhr. Und Farbe machen wir schwachgrau, damit wir das gerade so noch erkennen, dass sich da irgendwas oder so.
Aus diesem Bereich versuchen wir jetzt gerade rauszugehen. Wenn wir diesen Bereich oben verlassen, können wir im Bereich 68 mit Stops da oben drüber. Wir haben hier zwei Widerstände. Wer mich kennt, weiß, ich mag diese Begriffe nicht. Wir haben hier oben zwei Widerstände. Hier haben wir die Chance, uns Shorts zu suchen, wenn die 61,8, die sich hier befindet, einmal kurz durchschießen und dann wieder nach unten wegziehen. Hier haben wir die Chance zu shorten mit einem kleineren Risiko. Wir suchen ja immer nach Chancen, wo wir mit kleinerem Risiko uns eine Position aus dem Markt ziehen können. Und wenn wir nach Chancen suchen, mit kleinen Risiken, da wo das CRV, also die Chance, besser ist als das Risiko, dort sollten wir ja auch handeln. Und danach besteht hier die Chance, einmal da hoch zu gehen. Da hoch und dann, so wie es jetzt jedenfalls aussieht, wird das gleich ziemlich zügig gehen, um dann nochmal da runter zu laufen und hier unten, hier, sollte dann entschieden werden, ich mache das in der gleichen Farbe. Das ist die Entscheidungsmarke. Ob runter zur 105 oder Angriff neu auf 10866. Das habe ich ja. Muss ich mal so. Das ist dann die. Das ist auch kein Angriff, das ist ein Angriff. Da wird sich entscheiden, ob wir weiter fallen oder ob die, da sind wir schon. Zack, was habe ich gesagt? Ich habe vorhin ziemlich klar formuliert, ab hier wird es jetzt wohl ziemlich schnell gehen. Das wird jetzt ziemlich zügig gehen. So, jetzt haben wir hier diese Marke. Ich bin natürlich im falschen Instrument. Diese Kerze müssen wir zu Ende gehen lassen. Jetzt muss ich einmal schnell gucken, ob ich das Instrument schnell wechseln kann. Das ist direkt schon blau hinterlegt. Ja, ja. Das raus. Jetzt ist genau das passiert, was wir wollten. Nämlich, dass er jetzt hier hochläuft. Ich sage zwar das richtige Instrument, aber falsche Strategie. Hier oben, wer schnell sein will, kann, darf hier shorten, um seine Stops direkt da oben drüber zu packen. 21.04. Ich wollte gerade schreiben 1962, wir haben 2022. So. Zack, anwenden. So, und jetzt sehen wir genau das, was passieren sollte. Nämlich, dass er jetzt hier oben drüber einmal durchschießt. Jetzt gucken wir es im M1 an. Leck mich doch eine Föte hier. So,
Das machen wir jetzt mal ein bisschen größer. Und wir sehen, wie er jetzt hier anfängt zu zappeln. Hier unten drunter kann ich mir jetzt meine Short-Marke hinlegen, meine Short-Order hinlegen. Sollten wir jetzt immer höher ziehen, in diesem Bereich, wir sehen, wie er hier wieder anfängt zu bremsen, genau an unseren Marken, die wir hier eingezeichnet haben. Er muss jetzt mit Schmackes hier nach unten wegziehen. Wenn er das nicht tut, dann machen wir was? Wir müssen unter dieser Kerze bleiben. Wenn er jetzt hier eine kleinere Minutenkerze bildet, können wir natürlich nachziehen unter diese Kerze. Wir haben kein Regelwerk für eine Long-Position bisher. Das Einzige, was hier greifen kann, wäre in diesem Fall dann Euro Pro. Und für Euro Pro brauchen wir aber erstmal eine Korrektur. Und solange wir die nicht haben, heißt es trotzdem für uns Seitenlinie. Auch wenn wir diesen Move jetzt hier von diesem Bereich hier verpasst haben. Hier von der 55 jetzt bis an die 75, diese 20-Punkte-Bewegung. Wir haben nach unserem Regelwerk hier nichts da drinne zu suchen. So. Hier müssen wir jetzt aufpassen, das Low dieser Kerze ist bei 77,4. Ich bin bei 76,5. Das ist genau richtig, ein Punkt da unten drunter. Wir müssen aufpassen, wenn er das greift, dann haben wir bei 82,5 das Hoch und der Stop muss direkt da oben drüber. Diese Position ist für mich jetzt nur nach dem Regelwerk, dass wir jetzt die Stops einmal über der 61,8 gerade abgreifen. Wenn wir jetzt den Schlusskurs im 5 Minuten hier oben drüber, den haben wir schon, haben, den haben wir jetzt gerade da oben drüber gekriegt und damit ist jetzt diese Short Order für mich hinfällig. Warum? Wir haben die 61,8 durchschossen und haben uns darüber gehalten. Wenn wir hier über die 61,8, da über die, also über die 10868, was der 61,8er Marke Fibo im H1 entspricht, wenn wir da oben nur die Stops abholen wollten, so wie hier vermutet, dann hätte er nur einmal ganz kurz hochziehen dürfen, von mir aus auch bis an die 76 und hätte sich sofort hier oben mit einem langen Docht verabschieden müssen und diese ganze Geschichte sofort wieder die Rückreise antreten. Jetzt haben wir als nächstes das Ziel aus diesem Dreieck, was erreicht werden sollte. Das ist das, was viele sehen, was von vielen gehandelt wird. Das heißt, wir haben als nächste Nummer hier oben die 10891. Die Auflösung des bullischen Dreiecks werde ich nicht benutzen, um zu shorten. Das Signal ist einfach zu schwach, weil es ist ja nur die Auflösung, das Ende der Auflösung einer bullischen Formation. Das Ende einer Formation heißt noch lange nicht ein Gegensignal, sondern das heißt in diesem Fall nur für die Bullen, die diese Formation gehandelt haben, für die Bullen raus, heißt aber noch nicht für die Bären rein. Sondern das hier, die 61,8 kaputt, das gucken wir uns gleich im H1 nochmal an, was das heißt, wenn diese Nummer kaputt geht. Die 61,8, die er jetzt wirklich richtig mit Musik genommen hat hier, deswegen auch die Shorts erstmal an die Seitenlinie geschoben, heißt, ab hier haben wir eine Chance, eine Korrektur zu kriegen und erst ab da haben wir dann Chance, long mit nach Euro Pro einzusteigen. Dafür brauchen wir aber hier im M5 diese Korrektur. Habe ich euch jetzt durcheinander gebracht oder
konntet ihr ein bisschen was behalten davon? Habt ihr euch ein bisschen was mitgeschrieben? Aufzeichnung finden die Paternoster ja nachher in ihrem Account. Wer ist da im Short? Warum? Ist jemand short? Ist jemand market rein? Du hast zu lange gebraucht, du wolltest die 76. Okay. Ich habe zu lange gebraucht. Okay, ich bin jetzt schuld für die Shorts, weil ich zu lange gebraucht habe. Ja. Du bist schuld, dass es ein Mädchen geworden ist, weil du hast nicht lange genug gebraucht. Wenn man unter den 1-Minuten-Kerzen nachzieht, kann eigentlich keiner Short sein. Das sehe ich genauso. Wenn ich mich da falsch ausgedrückt habe, dann, sorry, dann seh zu, aus dieser Nummer schnell wieder rauszukommen. Ihr 91, das Ziel für die Auflösung aus dieser Formation, das High bei der 88,4, das heißt genau 3 Punkte drunter, jetzt nochmal nachlaufendes Hoch. Bei der 89 sollten die Jungs nämlich anfangen, die diese Formation, dieses Dreieck hier, dieses bullische Dreieck gehandelt haben, sollten hier nämlich bei der 89 circa anfangen auszusteigen. Da. So. Jetzt kommen die Kamikaze-Händler, sagen, okay, ab hier, da, sauber das Dreieck aufgelöst. Seht ihr das? Sauber das Dreieck aufgelöst. Kamikaze-Händler würden jetzt ab hier shorten, weil der Short-Impuls durch diese Glattstellung von den Dreieckshändlern hier erfolgt. Ich werde hier nicht shorten, habe ich gesagt, weil nur die Auflösung von Short-Formation, von Long-Formation ist noch lange nicht ein Short. Signal. Short-Signale sind für uns nicht die Auflösung von Long-Formation. Short-Signale haben wir einmal hier in diesem Bereich. Der ist durchschossen. Nächste Zielbereich wäre 10906. Hier war die 61,8, die wir nun wirklich massivst kaputt gemacht haben. Damit gehe ich nochmal zurück in den H1, wenn ich den jetzt wiederfinde. Da. So, und wir haben nicht nur die 61,8 durchschossen, wir haben auch die 76,4 durchschossen. Und damit landen wir. Welche Marke hatten wir? Eine hat sie vorhin genannt. Welche Marke haben wir oben noch auf dem Deckel? Den Part hier können wir löschen. Welche Marke hatten wir oben für Long-Position auf dem Deckel, wo wir gesagt haben, wo wollen wir eigentlich Long hin? 1,0990, 1,0960, 1,0906, 1,09,
1,099 war unser Ziel vor 3 Tagen oben. 1,099 war das Ziel, wo wir hin wollten vor wenigen Tagen. Gebt ihr mir da recht? Ziele oben jetzt für Long-Positionen. Wieder 1,099 und da oben drüber 1,1026, die sich jetzt gerade ergeben, spätestens wenn diese Kerze auch in diesem Bereich jetzt hier da oben bleibt. Long Starts. Long Starts nach Europro und Zielbereiche. So, und dafür brauchen wir eine, einmal knipsen bitte. Schaut mal in eurem Slack-Kanal nach, da ist die 1,099 noch sauber vermerkt. Wir gehen wieder zurück. Da, jetzt haben wir oben die 1,06 auf dem Schirm, das heißt noch 12 Punkte. Ab da könnte er anfangen zu korrigieren. Entscheidungsmarke zur 1,05 oder Angriff auf 1,0866 hat sich hiermit auch erledigt. Die Entscheidung ist gerade gefallen. Long Starts optimal zur 1,099. Benennen wir das Ding doch einfach mal um hier unten, oder? Hier unten und da machen wir jetzt mal den Short-Bereich, nehmen wir da jetzt weg und jetzt haben wir unten nämlich den Long-Bereich. Der optimal wäre, den gleichen wir aber gleich nochmal ab, ob der überhaupt noch gleich Relevanz hat. Ja, ich korrigiere schon. Sonst kriege ich hier wieder, sonst kriege ich wahrscheinlich zum Geburtstag einen Duden geschenkt. Deutsche Rechtschreibung leicht gemacht. Die kriege ich dann Krieg. Und schöner wäre es dann natürlich, wenn mir das dann auch noch ein Österreicher oder unser Stilian oder unser Josef schenkt. Ne? Dann. Deutsche Sprache leicht gemacht. Zack. So. Wir sehen ab hier. Jetzt können wir in die Korrektur gehen. Wenn wir jetzt hier ein bärisches Harami bekommen, haben wir eine Chance, in die Korrektur zu laufen. Der Start für das Harami ist schon mal da. Shorts werde ich hier nicht platzieren. Wir sind absolut auf Long gebürstet durch diese Bewegung. Welches Risiko gehen wir jetzt hier ein mit unseren Longs oder mit der Long-Idee? Solche Dinge hier. Wir haben ja noch 10 Minuten, sogar noch 12 Minuten bis 9 Uhr. Wenn wir uns das nämlich jetzt im H1 anschauen, müssen wir erstmal sehen, wie diese Kerze jetzt hier endet. Ne? Sollte die jetzt zügig wieder zurücklaufen unter die 66 hier, dann ist das ein Warnschuss an die Bullen, weil dann kriegen wir einen ellenlangen Docht.
Wir haben im M5 dann ein bärisches Harami, was dann wahrscheinlich sogar bestätigt wird und was dann die Bären wieder aufs Trapez ruft. Also auch hier heißt das nicht, dass wir dann nicht handeln, sondern es heißt dann ziemlich klar, wenn wir jetzt hier in die Korrektur gehen sollten, dann nicht gleich mit der doppelten Positionsgröße, weil wir in Hauptrichtung unterwegs sind, handeln, sondern erst mal mit einfacher Positionsgröße anfangen, auch nach Euro pro. Wir müssen oder sollten, um das dann auch dementsprechend hinzukriegen, ja, jetzt brauchen wir nämlich, da, schön. Schön, wie unsere Wolke hinterher zieht. Wir haben das hier jetzt alles als eine komplette Bewegung. Zack. Diese Bewegung darf jetzt wieder korrigiert werden bis hier runter, sogar bis an die Kante, da exakt bis an diese Kante, bis an die 55. Regelwerk hinfällig, Dreieck aufgelöst. So, damit haben wir jetzt nach Euro pro nämlich die Möglichkeit, ich zeichne das jetzt mal fein ein, ne? Malen nach Zahlen, haben wir jetzt die Möglichkeit hier runter, dann hoch, dann runter, dann hoch, dann runter, grobe Richtung, ne? Um dann hochzulaufen in unsere Wolke und dann auf zur 1,0990. So, das heißt, wir haben hier im Moment alles auf Blau gebürstet, wie man sieht. Unsere Wolke zieht sich schön auseinander. Die wird sich jetzt einmal hier nach unten drehen. Idealerweise wird, ich kann hier leider nicht frei zeichnen drinne, idealerweise wird unsere rote Linie, die blaue, hier in diesem Bereich nicht kreuzen, sondern nur parallel laufen, um dann wieder nach oben zu drehen und dann das klare Signal zu liefern. Ich werde das versuchen, heute den ganzen Tag im Auge zu behalten, um das dann einmal sauber zu dokumentieren, gerade für die, die neu sind und das Euro-Pro-Regelwerk noch nicht so ganz gerafft haben oder ganz verstanden haben. Davon gibt es, glaube ich, viele. Ne? Also, so. Zielauflösung, bullisches Dreieck ist auch erreicht, können wir wegnehmen. So. Eigenkreation, lieber Gerhard S. Das ist kein Wolkenindikator aus einem Ichimoku oder so. Das Ding ist von mir selber kreiert worden, vor 12 Jahren ungefähr, und dient auch nicht zur Indikation, sondern es dient bei mir nur zur optischen Darstellung, dass ich sehe, wenn er in diese Wolke läuft, habe ich ein Startsignal für meine Longs. Wenn er unter die Wolke fällt, dann sind diese Longs hinfällig. Aber das Regelwerk ist noch lange nicht komplett. Im Moment schmeißt er uns das über den Haufen. Klassisches Beispiel heute, wo man sagt, okay, wenn man Euro pro ein Zielbereichshändler ist, dann
ist man vielleicht mutig hier an der 76 oder so rein, dann gab es jetzt was an die Ohren. Oder man startet hier nach 10906. Nach Euro Pro haben wir weder einen Short noch einen Long-Einstieg im Moment. Das ist so ein klassisches Beispiel. Ich weiß ja nicht, irgendjemand hatte ja mal an Florian oder an FX Flat geschrieben. Das heißt hier ja irgendwie Live-Handel, aber es wird nicht so richtig live gehandelt. Oder an nicht nur an FX Flat, sondern ich war ja in CC bei der Mail. Warum ich hier nicht live handle oder warum ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht live handle, das ist, glaube ich, heute so ein klassisches Beispiel, weil meine Regelwerke das einfach nicht hergeben. Und dann muss ich warten, bis meine Regelwerke mir erlauben, hier auch eine entsprechende Position zu platzieren. Weil dafür sind Regeln da. Das ist wie beim Straßenverkehr. Wenn ich an einem Stoppschild stehe, dann bleibe ich an einem Stoppschild stehen, bis links und rechts frei ist. Und nicht bloß, weil ich an dem Stoppschild jetzt einmal stehen geblieben bin, kann ich einfach losfahren, obwohl trotzdem von links und rechts was kommt, ne? Das ist wieder eine Kombination der Regel aus dem Stoppschild und dem Verkehr von links und rechts beachten, weil deswegen steht schon so ein Stoppschild da. Fahren darf ich trotzdem erst, wenn die Verkehrsregeln es zulassen. Nicht nur an einem Stoppschild anhalten, kurz nicken, sagen, okay, angehalten und dann Gas geben. Und von links kommt ein Laster und rechts kommt ein Panzer. Aber ich habe ja angehalten, ne? Hab das ja alles richtig gemacht. Dafür gibt es Regeln und auch hier müssen wir erst warten. Selbst wenn links frei ist, müssen wir trotzdem noch gucken, ob nicht von rechts auch was kommt. Und das ist genau jetzt dieser Zeitpunkt. Okay, ein kurzer Blick auf dieses Viech hier. Wir sind hier exakt am 50er Level angekommen. Ab hier könnten wir wieder Short gehen. Zack. Short-Marken sind relativ einfach. Das sind nicht Short-Marken, das sind Short-Ziele, die immer noch Bestand haben, egal wo der jetzt da oben hinläuft. Ach so, habt ihr alle Bilder jetzt aus dem Euro? Sind die alle? Sind die alle geknipst und hochgeladen? Danke. Wir haben da jemanden bei uns in der Community, der kann jeden Morgen Bilder backen. Und dann backt er die in den Paternoster-Channel, damit auch die, die hier nichts gebacken bekommen, auch sehen, was wir uns morgens hier im Webinar zusammengebacken haben. Ne? Hier sind wir im H1 am 50er Level angekommen. Spätestens hier oben die 14.500 dürfte oder sollte Halt bieten, um nochmal nach unten abzudrehen. Wir haben hier verschiedene Wellen hinter uns. Das hier kann alles raus. Brauchen wir nicht mehr. Hier muss auch ich mich erstmal neu orientieren. Aber das schaffen wir heute nicht. Ich habe meine Zeit schon weit überzogen. Und ihr habt ja gehört, der Florian ist schon seit Urzeiten auf. Das hier bleibt bestehen. Diese Marke haben wir hier sauber durchschossen, die ich hier eingezeichnet hatte und auch bestätigt und direkt als Sprungbrett benutzt. Fibo nehme ich raus. Da. Und hier oben ist weiterhin der Short-Bereich bekannt gegeben, so wie wir ihn vor einer Weile eingezeichnet haben. Mit diesen Zielen nach unten. So. Und diesen Weg, den scheint er ja auch einzuschlagen, bis da hoch. Soweit hat das ja nicht mehr. Aber wir haben hier heute Nacht
das High bei der 14.412 gemacht. Wir waren heute früh schon bei der 14.427. Das heißt, das Nachthoch schon einmal überboten, um dort abgestoßen zu werden. Wir sind schon wieder 30 Punkte tiefer. Wenn ich mir diese Muster jetzt hier anschaue, dann sehen wir genau am Dienstag, als wir hier angefangen haben mit dem ersten Webinar, haben wir genau nochmal die Nackenlinie hier gekreuzt. Den Long Entry habe ich dort verpasst. Wir haben aber erste Bewegung und wir haben hier die zweite Bewegung, wo er sich jetzt exakt genau an der Oberkante aufhält. Wenn wir jetzt hier eine dritte Bewegung platzieren wollen oder wenn er die noch machen will, dann könnte er jetzt dort runter und dann die dritte Welle dann hier nach oben starten und dann landen wir mit der dritten Welle genau da, wo wir hinwollen, nämlich circa hier bei an diesem Hoch und im Bereich der rechten Schulter, die ihn dann nach unten abweisen sollte. Dieses Rechteck hier ist dann das ausschlaggebende letzte Rechteck da. Und ab da kann dann diese Linie auch nach unten abweisen. Das war mein Signal, ich muss Schinken räuchern. Okay, da sollte er spätestens massiv abgewiesen werden. Vielleicht macht er das auch jetzt schon. Wir müssen die rechte Schulter nicht nach oben komplettieren, sondern es kann durchaus sein, dass er hier jetzt schon Schluss macht. Das kann schon reichen. Das sind ja bloß noch 70, 80 Punkte gewesen bis nach oben, um diese SKS, die wir hier haben, da schon zu vervollständigen. Wir haben hier eine Schulter, wir haben hier einen Nacken, wir haben hier die Nackenlinie und wir haben jetzt hier auch einen schönen Schulterbereich, der schon reichen kann, um nach unten wegzuziehen. Deswegen werde ich immer versuchen, so früh wie möglich auch zu shorten. Okay, wenn Fragen dazu sind, dann schickt sie uns bitte und ich werde oder muss mich jetzt hier auch verabschieden. Ich weiß, viele müssen jetzt auch los. Die haben sich immer nur Zeit genommen bis 8:45. Sorry dafür, dass ich heute so weit überzogen habe, war nicht meine Absicht. Aber ich werde hier jetzt versuchen. Ich shorte den DAX nicht vor 9:15 Uhr. Ich werde mir die Geschichte bis 9:15 Uhr anschauen, aber im 5-Minuten-Chart kann man sich hier mit Stops über diesem Hoch schon mal Shorts suchen. Wir haben das High bei der 27, aber das wären jetzt schon wieder 50 Punkte, ist eventuell schon ein bisschen spät. Was da bimmelt, ja, bei mir bimmelt das halt, ne? Okay, ich sag mal danke dafür, dass ihr da wart. Was wir nächste Woche machen, müssen wir sehen. Und wir wünschen euch erstmal einen schönen, erfolgreichen Handelstag. Wie gesagt, hier in diesem Bereich kann man sich super Shorts suchen. Ideal Shorts hier oben bei der 14.500. Aber das begleiten wir dann auf unserem Slack. Vielleicht kommt ja der eine oder andere uns dort auch besuchen. In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag, erfolgreichen Tag, bleibt sauber, passt auf eure Charts auf. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Super, danke dir, Thorsten. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Super Webinar, danke, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Und dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Sonnige Tage, bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Thank you.